Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich bin hier mitten in einem richtig schönen Vintage Journal. Heute möchte ich mit euch die Signaturen einbinden und zwei Tüdelchen verbauen. So, das ist der Plan für dieses Video. Ja, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, super Gelegenheit. Schaut euch auch gerne die anderen Videos an. Ich habe hier schon ein paar von gemacht. Ich glaube, mittlerweile sind sogar 4 oder 5. Ich bin mir gerade gar nicht ganz sicher. Ich habe in der Zeit davor habe ich das Cover gestaltet. Das ist soweit fertig. Da fehlt ja noch so ein kleines Tüdelchen und da fehlt auch noch der Dingeldangel. Der wird noch ein besonderes Video sein. Und habe auch die Signaturen zusammengestellt und schon ein bisschen dekoriert. Heute sollen die hier rein, weil alles, was jetzt an Deko kommt, also ich habe Stencil, Stempel und Co. habe ich schon hier eingebaut, sodass ich jetzt nichts mehr habe, was ich flach legen muss. Also flach auf den Tisch legen, ihr versteht mich. Dementsprechend kann ich es auch heute einbinden und danach die restlichen Sachen, die ich so dekorieren und machen will, die kann ich im eingebundenen Zustand wunderbar hier rein craften, ohne dass mich das irgendwie stört, dass ich die Signatur nicht bewegen kann. Zum Stempeln und Stenciln war das natürlich sehr praktisch, dass ich hier das Blatt bereitlegen konnte und mit einem geraden Untergrund. So, was ist jetzt wichtig hier beim Einbinden? Also ihr seht, ich habe die Bindung, warte, ich zeige euch das mal richtig, ich habe die Bindung schon vorbereitet. Hier, genau, das ist das Tüdelchen, was ihr noch dran möchte. Wir bräuchten noch eine Nähnadel. So, Bindung vorbereitet, wird hier so ein bisschen überkreuzt sein, ganz süß, ganz hübsch. Und dementsprechend habe ich hier in die Strippen. Ich muss ein bisschen aufpassen beim Ziehen, weil die natürlich überkreuzt sind. Klarer Fall. Wichtig ist jetzt, wenn ihr eine Bindung oder eine Signatur so einbindet, wie ich das mache, schaut euch erstmal an, ob die Seiten alle richtig liegen, oben, unten und auch die kurzen, die ihr vielleicht irgendwo drin habt, dass die auf die richtige Art und Weise hier liegen. So, jetzt habe ich gerade mein Maß vergessen und meine Lineal. Sekunde. Ich bräuchte da mal mein Riesengeodreieck. Kann ich euch nämlich auch zeigen. Jetzt fällt mir hier meine Deko vom Schrank. Ich mache irgendwann noch mal eine Roomtour. Also ich bin hart dabei aufzuräumen. Ich habe jetzt echt umgeräumt und umdekoriert. Und ja, demnächst soll es so sein, dass ich euch das auch mal zeigen kann. So, das ist eins meiner wichtigsten Arbeitsmaterialien, was so Einbinden angeht. Weil man sich immer irgendwie die Mitte schnappen kann. Man hat immer rechts, links den gleichen Abstand hier zu den Kanten. Jetzt ist das natürlich böse, weil ich schwarze Zahlen auf dunklem Grund, ich ziehe das mal hier rüber. So, also ich habe rechts und links jeweils knappe 11 cm, die kann man so ein bisschen hin und her rücken. Und jetzt sieht man, dass ich die Löcher hier bei der 2 jeweils rechts und links gestochen habe. Guck mal, seht ihr alles? Jo, ihr seht alles, perfekt. Also ich habe es bei der 2, habe ich die Löcher gestanzt und auch bei der 8. Und gleiches werde ich in den Signaturen machen. Das Schöne daran ist jetzt, es ist wurschtpiep egal, wie breit die Signaturen sind, weil die sind natürlich kürzer als das Cover. Aber von der Mitte an 2 und von der Mitte an 8 ist das, was wir jetzt hier an Löchern brauchen. Ich weiß, einige Junk Journal stechen das Ganze mit Nadel. Kann man machen. Ich für mich mache es mir leichter und mache das einfach mit meiner Crocodile Big Bite. Die braucht man jetzt nicht unbedingt. Man kann es stechen, man kann es mit einer Prickelnadel machen. Überhaupt kein Problem. Ich habe mir das so zurechtgelegt. Das ist das, wie es mir hilft. So, ich gehe davon aus, ihr seht weiterhin gut. So, jetzt muss ich von oben und unten. Habe ich jetzt auch, das verpasst ja. Hier habe ich genau 10 cm. Noch 10 und einen halben Millimeter. Zack, zack. Ihr seht, rechts, links sind 10. Hier ist meine Mitte. Das heißt, ich mache mal einen Punkt bei der 2. Und ich mache mal einen Punkt bei der 8. So. Wichtig an der Stelle, bevor man die Löcher sticht, schiebt das Lineal oder schiebt das Geodreieck nochmal richtig rein, dass die alle beieinander liegen. Dass die Blätter sie alle beieinander haben. So. Nächster Punkt, also das Ding hier hat zwei Stanzen, man kann es verschieben. Ich nehme den kleinen natürlich, weil großes Loch brauche ich jetzt für das dünne Bändchen nicht.
Das ist übrigens eine Schmuckkordel, die ich bei Funkelkram gekauft habe. So, jetzt habe ich mir das innere Blättlein ein bisschen verschoben, das ist nicht ganz so schlimm. So, jetzt. Versucht beim Stechen das Blatt möglichst gerade zu legen, dass ihr wirklich die Naht trefft, sag ich mal, oder die Falz. Das ist keine Naht, das ist eine Falz. Und dann wirklich damit die Mitte trefft. Zack. Das Schöne bei diesem Riesenwerkzeug ist, man kriegt ganz viel Papier da reingeschoben. Also ich könnte es jetzt sogar noch weiter durchschieben. Das ist gar nicht mein Plan. So, jetzt ist hier ein bisschen was hängen geblieben. War ein bisschen zaghaft gestochen gerade. Gestanzt. So. Jetzt habe ich hier ein Loch. Jetzt drehe ich den ganzen Spaß um. Und gleich wird meine einzige Herausforderung, die Signatur richtig rum einzubinden. Weil auch da habe ich schon mit mir selber lustige Sachen erlebt. Und die Signatur halt einfach im Kopf eingebunden. Kann man mal machen. Man hat dann hinterher Spaß, das Ganze wieder aufzutüdeln und neu einzubinden. Muss man auch mal gemacht haben, finde ich. Also das gehört irgendwie zum Junk-Journal-Leben dazu. So, ihr seht, bei der 2 und bei der 8 ist jeweils ein Loch entstanden. Die Signatur parke jetzt einmal zur Seite und mache den gleichen Zauber. So, jetzt nehme ich ein paar Konfetti-Teile. Mache den gleichen Zauber hier nochmal. So, und bei den Signaturen sieht man natürlich, wie die Schrift läuft, wo denn oben und unten ist. So, ich habe sie mir hier schon im Vorfeld ein bisschen zurechtgeschoben und die Papiere alle einmal durchgeguckt. Das muss ich jetzt nicht mit euch machen. Könnte ich zwar, aber spannend ist anders. So. So, einen Punkt bei der 2. Ordentlich sichtbar in dem unruhigen Hintergrund hier. Ein Punkt bei der 8. Das Ganze in der Falz. Zack, zack. Spaß zur Seite. Oh, wo parke ich euch denn mal? Wir werden jetzt nämlich das Zimmer meiner Tochter renovieren. Deswegen stehen hier die ganzen Pflanzen von ihr. Sind gerade in mein Zimmer umgezogen und meine Ablagefläche, die ich hier so neben mir habe, ist jetzt voller Pflanzen. Dementsprechend bin ich hier so ein bisschen im Zirkeln, wie ich meine Bastelsachen noch vernünftig regeln kann, obwohl ich Pflanzen in Pflege habe. So, ein Loch. Zweites Loch. Oh ja, ist gut in der Mitte getroffen, freue ich mich. Diesmal ein bisschen beherzter hier beim Runterdrücken. Auch wunderbar in der Falz. Ja. Yeah. Läuft bei mir wirklich den Punkt so ein bisschen daneben gesetzt, aber Augenmaß tut es auch teilweise. Nur komplettes Augenmaß hier anzulegen wäre fatal, weil dann würden die Signaturen nämlich schief im Buch hängen. Auch das muss man mal gemacht haben. Aber einmal reicht tatsächlich. So, wo ist mein Buch? Da ist mein Buch. Zack. Deckel auf. Jetzt ist nur noch zu entscheiden, helles nach vorne oder dunkles nach vorne. Ich glaube, ich möchte das helle nach vorne haben, oder? Nee, nein, ich möchte das dunkle nach vorne. Ja, ja. So, wir schlagen das Buch auf. Wir machen die Schleife auf. Läuft meine Kamera noch? Ja, sie läuft noch. Ich bin so ein bisschen paranoid, nachdem mir letztes Mal so ein paar Videos abgestürzt sind. Also, meine Kamera einfach mittendrin aufgehört hat. Deswegen habe ich neulich so ein lustiges, gestückeltes Video für euch gemacht. Ja, also funktioniert es jetzt trotzdem noch, aber es war echt blöde, weil diese Kamera zwischendurch gesagt hat, nö, mit dir spiele ich nicht. So. Eins. Und jetzt, auch das, ne, das macht jeder anders irgendwie. Jeder hat da so seinen eigenen Stil, wie man hier die Signaturen vernünftig einbaut. Und gerade, wenn man das hier über Kreuz zieht, die Bänder, ne, was habe ich denn gemacht? So, jetzt. Gerade, wenn das hier über Kreuz ist, da wird jeder seinen eigenen Stil entwickeln, wie er das zurechtfummelt. Ich mache jetzt erstmal so, dass ich hier ganz locker flockig einen Knoten reinmache, aber wirklich einen lockeren Knoten. Und mir die Signatur erstmal so zur Seite lege, als wäre sie gar nicht da. Schwupp.
Also einfach nur mal so. Ja, hier, man sieht ja, wenn ich hier ziehe, wird es da durchgezogen. Ja, also die sind ja über Kreuz verbunden, die Dinger. Das heißt, ich muss nicht nur auf eine Signatur achten, sondern auf zwei. So. Auch hier wieder. Erstmal Fidelidu. Das ist das Schöne an dieser gewachsenen Schmuckkordel, ist, dass man sie ganz einfach, ich sag schon, ganz einfach durchziehen kann. Und schon tun sich hier Probleme auf. Machen wir es anders so. Und helfen, sagen wir nicht selbst. Ja, also auch wenn hier mal, sagen wir mal so, Problemchen auftauchen, wenn ich diese Signatur jetzt hier so runterschlagen würde, also auf den Tisch, dann würde mir alles da drin verrutschen an kurzen Seiten, die ich drin habe. Das wäre fatal. So, jetzt habe ich mir hier mit meinem kleinen Prägestift geholfen und habe die Löcher wieder übereinander gebracht. Man muss sich immer nur zu Hilfen wissen, und das Schöne ist, wenn man diese Hilfe, sag mal, in naher Umgebung hat, sodass man einfach zugreifen muss. Weil wenn ich jetzt hier die Signaturen zur Seite gelegt hätte, dann hätten sich die Löcher nochmal verschoben. Und so könnte ich einfach nach vorne greifen und mein Prägewerkzeug holen. Mein Prägestift. Wo ist das Loch jetzt hier? Auch hier ist jetzt gerade etwas zickig, das Herzchen. Also Prägestift hilft mir, danke. Sag mal, was ist denn hier los jetzt hier? Da, geht doch. So, jetzt habe ich beide Signaturen drin. Und nun bietet sich natürlich an, das Ganze ein bisschen fest zu zupfen. Schwupp, Prägestift wieder weg. Die eine habe ich locker drin, die andere fester. Das heißt, ich würde jetzt die eine hier mal fertig ziehen oder fertig finden und dann mit der anderen festziehen. Dadurch, dass sie verbunden sind. Wenn ich jetzt hier festziehen würde, würde ich die andere ranziehen, ohne dass sie fertig ist. Ihr versteht, was ich meine. Also ich mache jetzt hier den Spaß und binde mir hier die Signatur zurecht. Ich muss mal gucken, ob ich dann im Endeffekt hier irgendwie noch was reinhänge. Könnte ich eigentlich machen, dass ich hier noch, sag schon, kleine Charms oder irgendwas noch mit dranhänge. So, diese Schmuckkordel ist wirklich sehr zu empfehlen, weil sie, ich sag mal, unzerreißbar ist sie jetzt nicht, aber ich habe es noch nicht geschafft. Sie ist echt unkompliziert. So, die sitzt schon mal an Ort und Stelle. Freu, freu. So, ich habe darauf geachtet, dass ich richtig rum habe. Ja, habe ich. So, jetzt kommt der Part, wo ich festziehe, weil nämlich ich jetzt die zweite Signatur hier. Oh, siehst du, das ist sogar ein bisschen kurz geworden hier. Also, mal kürzer als die andere auf jeden Fall. Zu kurz auf jeden Fall nicht. Wenn ihr das jetzt hier seht, hier ziehe ich jetzt fest. Empfiehlt sich doch immer, alle Finger einzusetzen bei so einem Spaß. Wenn man gelernt hat, nicht immer sich einen Finger auszuleihen vom Mann, vom Kind, von irgendwem zum Geschenke einpacken, sondern sagt man, ich habe keine Lust, mir da immer jemanden zu suchen, der mir einen Finger drauf hält, dann lernt man zum Beispiel den Mittelfinger einzusetzen, um sowas festzuhalten. Lifehack. Freunde, Lifehack. So, jetzt haben wir eingebundene Signaturen. Seht ihr, fällt nichts raus. Sieht wunderbar aus. Hier ist noch so ein Fältchen. Ich weiß gar nicht, wo gehörst du hin? Achso, du bist Teil des, ja, verstehe. Verstehe, verstehe. Des Genähten. So. Also, das Buch gefällt mir schon sehr gut. Was ich jetzt heute noch mit euch machen wollte, ist die Deko mit diesen kleinen Pinselchen dann. Und die wollte ich nämlich irgendwie mit ins Cover packen. Also entweder ziehe ich die jetzt hier mit drauf. So. Und setze die hier oben hin. Und eigentlich wollte ich die so machen.
War eigentlich ganz cool, oder? Na, was sagt ihr? So, der Trick dabei ist Kleber. Trick. Ne? Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt hier eingeklebt habe, das nächste Video, was ich machen will, was ich auch gleich direkt danach ziehen werde, nein, also filmen werde, hat gar nichts mit den Signaturen oder dem Cover zu tun. Das heißt, ich kann das trotzdem machen, auch wenn das jetzt hier ein bisschen trocknen muss. Und das muss es definitiv. Ich nutze nur immer, na komm schon. Ich nutze nur immer meine Distress-Teile hier, um für Abstand zu sorgen. Jetzt muss ich mal zwei andere Farben nehmen, weil die ich normalerweise nutze, will ich gleich benutzen für das nächste Video. Ich rede kryptisch, ich weiß. Also, mein Plan ist gleich mit euch Karten und Sprüche und so kleine Tüdelchen fürs Journal zu machen. Ich habe Sprüche vorbereitet. Ich habe Karten vorbereitet und dann wollte ich euch mal zeigen, wie ich sie dekoriere, was ich mit denen noch so mache, um die ein bisschen aufzupäppeln. So, dieses Schatzi wird jetzt einmal trocknen. Ich brauche was Schweres. Wenigstens für einen Moment, bis ich das zur Seite legen kann. So, ich klebe jetzt nicht die Fransen komplett an, sondern nur so ein Stück weit, dass sie einfach noch beweglich sind. Und merke auch, dass die wirklich fransig sind. Naja, kein Samstagmorgen ohne Kleber an den Fugen. So gehört sich das. So. Natürlich zum Festdrücken die andere Hand nehmen, weil die eine ist voll Klebstoff. Yay! Zack. So. Gefällt mir total. Ich finde, das macht richtig was her. Das sind ja die Fransen, die vom Cover übergeblieben sind. So, und jetzt soll ich gleich mal zwischendurch, bevor ich das nächste Video anschmeiße, diesen kleinen elenden Pinsel da vorne annähen. Das geht mir auf den Zwirn, dass ich das bis jetzt noch nicht geschafft habe. Gut, jetzt, Freunde, kann ich euch einmal aus diesem Video entlassen. Ich das so rum? Geht das drauf? Nö. Ich mache das so. Ich muss ein bisschen, einfach nur so ein bisschen Abstand halten. Das ist der Plan. Ich entlasse euch jetzt aus diesem Video. Das ist ein relativ kurzes Video gewesen. Signaturen einbinden. Und beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit Sprüchen, Kärtchen und Deko hier im Journal. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch mit so einem kurzen Teil. Und ja, vielleicht mögt ihr sowas nachbasteln oder ähnliches oder mir mal irgendwie was schreiben. Ich freue mich über Kontakt. Bis demnächst in diesem Kino.